Welcome to the German speaking part of Europe. Ja, der Beitrag beim Schweizer Fernsehen macht es wieder mal möglich, eine kleine Zusammenfassung zu machen. Was ist eigentlich Rebell TV? Ich glaube, dass ich die Frage bearbeite, wie wollen wir zusammenleben? Ich mache also eine These einer größeren Veränderung in unserer Gesellschaft. Wir wechseln von einer industriellen Gesellschaft in eine Wissensgesellschaft. Da arbeite ich stark mit einer 200-Jahr-Rhetorik. Frage nach einem Staat 2.0. Auf die Frage, was ein Vlog ist, würde ich natürlich zuerst einmal sagen, es ist einfach ein Neologismus. Es ist ein neues Wort, was etwas beschreibt, was wir tun. Wenn eine andere Beschreibung und da statt Tagebuch können wir vielleicht sagen, ich führe einen offenen Zettelkasten, in dem ich meine Arbeit offenlege, zeige und kommentieren lasse, wird diese besser. So, ja, und dann könnte man natürlich sagen, ja, es geht also irgendwie um Fortschritt und Fortschritt ist zum Davonlaufen und vielleicht brauchen wir den Fortschritt, weil es so zum Davonlaufen ist und Hallihallo. Also ich mache eine ziemlich grundsätzliche Kritik. Aber ich möchte natürlich auch festhalten, der Druck hat aus Lesenden Schreibende werden lassen. Die Möglichkeit der Tonübertragung hat aus Zuhörenden Sprechende gemacht. Und die Bildübertragung, es wurde aus Zusehenden Zeigende. Also da können wir die Beispiele machen, Traktate, Bert Brechts Radiotheorie oder zu alle Macht der Super 8. Internet kann nun eigentlich alles, aber ist natürlich nicht so billig, wie es gedüdelt wird. Also denken Sie nur an SMS. Jeder unserer Gedanke kostet Geld. Wo bist du? 10 Cent. Ich komme. 10 Cent. Bringst du Brot mit? 10 Cent. Logo, 10 Cent. Ich liebe dich, 10 Cent. Und hallihallo, Blödsinn. Hä? Seit 1989 bin ich im Netz irgendwie. Seit 1997 kann ich den Strang zeigen, wie ich arbeite. Und nun, das war die erste Veranstaltung, hier eine zweite. Ich mache immer wieder Veranstaltungen, auch ergänzend zu meiner Arbeit. So, Sozialarbeiter bin ich natürlich und soziale Arbeit ist in ihren Ursprüngen selbstverständlich Arbeit am Sozialen. Wir konzentrierten uns dann auf die soziale Frage und diese wird mit der völligen Metamorphose der sozialen Frage, Robert Castell, UVK Verlag, wiederum zu einer transdisziplinären Arbeit am Sozialen. Also diese Sozialarbeit ändert sich und ich kann mich da also sehr gut in diesem Berufsfeld und auch in dieser Disziplin, also akademische Disziplin, verorten. Soziale Arbeit hat immer mit Einzelpersonen und mit Gruppen gearbeitet. Rebell TV macht es genau gleich, auch wenn eine gewisse Gemeinwesen, sozialräumliche Orientierung, soziologische Übergewicht vielleicht da ist. So, jetzt. Also dieses Rebell TV ist ein Nischenprodukt. Also Roger Schawinski hat einmal den Satz gemacht, Sat.1 will nicht senden, sondern empfangen werden. Und ich habe dann gesagt, ja, das ist bei mir genau umgekehrt. Ich stelle online und lasse kommentieren. Aber dieses Nischendasein ist eine ganz typische Sache für das, was wir Web 2.0 nennen. Also nach der technischen Entwicklung kommt die soziale Revolution, sagt Howard Rheingold. Ich bin vorsichtig mit diesem Wort Revolution. Und The Long Tail thematisiert nun den Business-Aspekt und da interessiert mich natürlich auch, also wie können wir den Leuten, die in diese Nischen hineingehen, Business-Optionen geben. Ich glaube, das ist sicher interessant und das ist auch interessant mit dem Gespräch mit Konrad Humler, was ich gehabt habe, was in diesem Kulturplatz-Beitrag angesprochen wurde. In der 673. Übertragung können Sie dieses Gespräch anschauen gehen. So, aber ich als Sozialarbeiter zeichne nun ein höchst düsteres Bild der aktuellen Situation. Ich glaube, das ist auch meine Aufgabe, diese Perspektive zu zeigen und eben auch zu zeigen, warum es so nötig ist, jetzt schleunigst an einen, wie ich sagen würde, Staat 2.0 zu gehen. In Anlehnung an Peter Sloterdijk zeichne ich Parallelen zum Nationalsozialismus, in welcher überflüssige Menschen vergast worden sind. Die Eleganz des Terrors, die Bearbeitung der Umweltbedingungen von Menschen findet in der Dienstleistungskultur einen ganz, ganz grauslichen Höhepunkt. Jeder Mensch stellt sich fröhlich lächelnd selbst zum Ausschluss bereit. Da muss niemand vergast werden, die verduften ganz von selbst.
http://intervention.ch/rebell.tv/gas. Gas ist das Thema, wie ich das bearbeite. Ja, und hier also noch eine kleine Anleitung. Klick auf das Bild bzw. rechte Maustaste und dann Ziel speichern unter, wenn Sie keine schnelle Verbindung haben, damit Sie mich dann ruckelfrei die 3 Minuten, die ich jeden Morgen um 10 Uhr online stelle, beziehen können. Mac-User gehen vor zu flip4mac.com, damit Sie WMV-Dateien empfangen können. So, alle Links, ja, vielleicht können Sie das lesen. Starten Sie doch mit dem Best-of im Dossier. Ja, das ist mir einfach immer wieder wichtig, auch wenn ich eben, ich muss ja da Schweizerdeutsch reden und dann wurde ich untertitelt, aber ich bin natürlich ein deutschsprachiges Vlog und ich definiere mich nicht nationalistisch, gell? Hey, danke, ciao. Nicht vergessen, 25. April 2006, wir feiern 175 Jahre erste liberale Verfassung der Schweiz und fragen umstandslos, welche sind die heute notwendigen sozialen Erfindungen. Mit Blockkonferenz, bringen Sie Notebook mit und Sie haben Wireless LAN Access. Bis bald!